Im blauen Brief der Ultras Gelsenkirchen zum Heimspiel gegen Hannover 96 äußerte sich die Schalker Führungsgruppe abermals zur aktuell schwierigen Situation zu Wort und erklärte auch die Reaktion der Kurve nach dem Spiel in Karlsruhe. Zitat Ultras Gelsenkirchen, Glück auf Schalker, die Zeiten werden immer schwieriger. Nach der Entlassung von Trainer Reis hatte man gehofft, dass die Mannschaft tatsächlich ein Problem mit ihm hatte und bewusst gegen ihn gespielt hat. Mittlerweile sind wir schlauer. Anscheinend lag es nicht an Reis, sondern etwas ganz anderes ist im Argen. Was genau, da lässt sich nur drüber mutmaßen. Egal was es ist, es muss schnellstmöglich aus dem Weg geräumt werden. Aktuell wirkt die Mannschaft wie tot. Mittlerweile liegen 10 Spieltage hinter uns und wir befinden uns auf Platz 16 in der zweiten Bundesliga, wohlbemerkt. Die Zeiten der Ausreden und des Gejammers sind vorbei. Reißt euch endlich zusammen und macht euch bewusst, welche Verantwortung bei euch liegt. Es geht hier nicht mehr und weniger als das Überleben des glorreichen FC Schalke 04. Mit Hannover 96 haben wir am heutigen Samstag eine schwere Aufgabe vor der Brust. Es bleibt uns nichts anderes übrig, als zu beten, dass Trainergerät der Mannschaft neues Leben einhauchen konnte und diese eine entsprechende Reaktion auf den Auftritt in Karlsruhe zeigt. Obwohl wir bereits oft in Vorleistung gegangen sind, versuchte die Nordkurve Gelsenkirchen von Beginn an das Allermöglichste. Die Tore des KSC in Minute 22 und knapp 10 Minuten vor dem Halbzeitpfiff sorgten aber schon früh für den Gnadenstoß bei jedem Schalker, der noch die Hoffnung hatte, hier etwas Zählbares mitzunehmen. Dass wir wollen euch kämpfen sehen, welches die Mannschaft zur Halbzeit in die Kabine begleitet hatte, blieb auch in Halbzeit 2 ohne jegliche Reaktion. Die Fahnen wurden bereits zur Halbzeit eingepackt, die Zaunfahnen folgten nach dem 3:0 in Minute 75. Beschissener konnte es einfach nicht laufen. Der Zenit war allerspätestens jetzt bei allen anwesenden Schalkern überschritten und so wurden vor dem Block noch deutliche Worte an die Mannschaft und alle Beteiligten gerichtet. Wem nach dem Spiel immer noch nicht klar war, dass er sich im Abstiegskampf und nicht auf dem Weg Richtung erste Liga befindet, der sollte es spätestens danach kapiert haben. Wir stecken ganz tief unten drin und wenn sich nicht jeder Einzelne ab sofort am Riemen reißt, dann ziehen über dem Berger Feld noch dunklere Wolken auf. Für Schalke alles geben. Für mehr solcher Videos abonniere doch einfach diesen Kanal.